Seit bereits 25 Jahren halten speziell ausgebildete Lehrpersonen Abfallunterricht an Schulen. Die Schüler lernen dabei die unterschiedlichen Abfallmaterialien kennen und wie diese vermindert, verwertet und entsorgt werden sollen. Aber jetzt gibt es da noch ein anderes Metall, eben das Aluminium. Benjamin, findest du ein Stück Aluminium hier? Metall, glänzend, silbern, lässt sich zerknüllen und es bleibt so. Ist jetzt aber nicht magnetisch. Initianten des Unterrichtes über den Umgang mit Abfall sind der ehemalige Kezo-Präsident Erich Sutter und seine Frau Anita. Also, als ich im Jahr 1975 das Präsidium vom Kezo-Verband übernommen habe, da hat man nur Papier und Glas gesammelt. Und in selber Zeit hat man dann aber Rauchprobleme gehabt mit all den Abfall, die man einfach verbrannt hat. Und man sollte für mehr das Zeug rezyklieren und separat sammeln. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das am gescheitsten? Wenn man das in die Familie hineinbringen, dann muss man das probiert über Kinder hineinzubringen. Es hat ja dazu mal, da mögen Sie sich erinnern, sogenannten Verkehrsunterricht gehabt. Das war der Polizist und der war natürlich auch kompetenter als der Lehrer. Und dann habe ich gesagt, gut, ich versuche es, machen wir das. Ich habe einen riesen Sack Paparat gemacht, mit allem Güssel drin. Und bin mit dem mal in die Schule und so angefangen. Der Abfallsack bildet auch heute noch den roten Faden des Unterrichtes. Die ersten Lektionen haben 1984 stattgefunden. Bis heute hat die Kezo mehr als 250.000 Kindern die wertvollen Rohstoffe des Abfallbergers nähergebracht. Die Kehrichtverwertung Zürcher Oberland ist Träger und Organisator des ersten Abfallunterrichtes der Schweiz. Mit dabei und verantwortlich seit der ersten Stunde ist Peter Schroffenecker. Wir haben angefangen in Wetzikon. Und dann waren wir am Anfang nur 4 Personen gewesen, wo es war fast ein Familienbetrieb mit Anita und Erich Sutter zusammen. Die, wo wir die ganze Region abdecken mussten, ist das aufgegangen bis in den höchsten Zeiten auf etwa 30 Personen. Was als ehrgeiziges Projekt im Zürcher Oberland begann, ist heute Vorbild für die ganze Schweiz. Heute wird der Unterricht unter der Federführung von der Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz, PUSCH, in bereits 11 Kantonen mit 70 Lehrpersonen organisiert. Kezo war natürlich sehr wichtig, weil sie mit dem ganzen Unterricht gestartet haben. Sie haben in dem Sinne eine Vorreiterrolle gehabt. Wir haben nachher können, ein paar Jahre später einsteigen, wo dann der ganze Kanton Zürich dazugekommen ist. Und aus dem Abfallunterricht, den wir hier nur in einem kleinen Teil von der Schweiz gemacht haben, ist natürlich jetzt ein grosses Geschäftsfeld von PUSCH entstanden. Und, wir sind auch jetzt noch eng miteinander verbunden. Wir haben auch jetzt noch eine enge Zusammenarbeit und die schätzen wir sehr. Abfall ist und bleibt ein guter Einstieg in das Thema Umweltschutz. Im Verlaufe der gesamten Schulzeit, vom Kindergarten bis zur Oberstufe, besuchen die Abfalllehrpersonen die Klassen immer wieder. Ganz bewusst setzt man dabei auf die Kinder, die ihr Wissen nach Hause bringen und im Idealfall auch das Verhalten der Eltern hinterfragen, um die separate Sammlung von Wertstoffen zu fördern und Ressourcen zu schonen. Das Vermeiden hat halt immer noch höchste Priorität. Und ich denke, man müsste schauen, dass man den Schulkindern das noch besser und effizienter könnte, beibringen könnte. Und ich glaube, es wäre sehr wertvoll, wenn in den Schulzimmern nachher dort, wo es nicht schon passiert ist, dass man dort die Sammelstellen einrichten könnte und dass ganze Schulhäuser sich entscheiden dafür, dass es vermehrt bei der Trennung vom Abfall und beim Vermeiden, soweit das möglich ist, könnte mitmachen. Für die Pionierleistung, vor 25 Jahren den Abfallunterricht zu entwickeln und an Schulen einzuführen, erhält die Kezo den Green Can Award 2011.